Willkommen und willkommen zurück zur zweiten Lecture des heutigen Tages mit dem Titel Von der Not und der Lust zu gehen und anzukommen. Und man möchte hinzufügen und zu bleiben. Mein Name ist Massimo Perinelli und ich bin Migrationsreferent bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und ich werde in den nächsten anderthalb Stunden diese Sektion hier moderieren. Und ich bin wirklich froh, den Zusammenhang von Migration verstanden als kollektive Herausforderung der kapitalistischen Ordnung der Welt und als Kampf der Menschen, um ihr universelles Recht, Rechte zu haben, in dieser Sektion begleiten zu dürfen mit so wundervollen Gästen wie Sandro Mezzada und Musa Changari. Eröffnen wird diese Sektion gleich Sandro Mezzada, den ich gleich ausführlicher vorstellen werde. Dann direkt im Anschluss wird im Forum Kapitalistische Globalisierung und Grenzüberschreitung Musa Changari dazukommen, einen Input geben und dann mit Sandro zum Thema diskutieren. Im Vorfeld haben wir uns geeinigt, dass jeder in seiner Sprache oder der Sprache seiner Wahl sprechen wird. Das heißt, Sandro wird auf Englisch vortragen, Changari auf Französisch sprechen und ich moderiere das Ganze auf Deutsch. Dank unserer Simultanübersetzung in vier Sprachen ist dies möglich. Und jetzt für alle, die jetzt erst neu dazugekommen sind zum technischen Ablauf, wird jetzt noch kurz unsere Co-Moderatorin Julia Mannig etwas sagen. Hello everyone from backstage from... Ja, hallo von Backstage, von Jasmin und mir. Jasmin und mir. Es gibt für Sie und für euch, die ja neu dazugekommen seid, eine Übersetzungsfunktion, die können Sie über die Weltkugel am unteren Bildschirmrand auswählen. Falls ihr oder Sie das nicht sehen sollten, bitte nochmal über die Zoom-App einwählen, dann wird sie sichtbar. So, und hello from Backstage, from Jasmin. Also nochmal kurz zur Erklärung. Es gibt die Dolmetschfunktion, dazu müssen Sie auf den Globus unten in der Mitte Ihres Bildschirms klicken. Wenn Sie dieses Icon noch nicht sehen, brauchen Sie die Zoom-Anwendung. Traducción para ustedes. Puede seleccionarse por medio del icono del globo terráqueo en la parte inferior de la pantalla. Si no encuentran este icono, les pedimos el favor de reconectarse à travers de l'application de Zoom. Et bonjour depuis les coulisses de la part de Jasmine et moi. Il y a une fonction de traduction pour vous qui peut être sélectionnée par l'icône du globe terrestre en bas de l'écran. Et si vous ne trouvez pas cette icône, reconnectez-vous à la session en utilisant l'application de Zoom. Un peu plus tard. Vielen Dank, Julia. Kommen wir jetzt nun zu Sandro. Ich freue mich sehr, dich vorstellen zu können. Ciao Sandro, benvenuto. Sandro Mezzada lebt und arbeitet in Bologna und ist an der dortigen Uni Professor für politische Theorie und außerdem Forschungsmitarbeiter am Institute for Culture and Society an der Western University in Sydney, Australien. Zuvor hatte er Forschungsaufenthalte an der New School in New York, an der HU hier in Berlin und an der Universität von Ljubljana und an der Flaxo in Ecuador sowie an der UNSAM in Buenos Aires. In den letzten Jahren kreiste seine Arbeit um das Verhältnis von Globalisierung, Migration und politische Kämpfe im gegenwärtigen Kapitalismus sowie um postkoloniale Theorie und ihre Interventionen. Er ist außerdem einer der Gründer der italienischen aktivistischen Website Euronomade. Sandro Mezzada hat viele Bücher geschrieben und herausgegeben. Drei davon möchte ich aber kurz nennen, weil sie eben auch zu der heutigen Sektion passen. Sein neuestes Buch, Un Mondo di Guadagnare, A World to Win, sowie Border as Method or the Multiplication of Labor von 2018 und als drittes noch The Politics of Operations, Excavating Contemporary Capitalism von 2019. Und im Moment koordiniert er neben zahlreichen internationalen wissenschaftlichen Projekten das Horizon 2020 Project Plus, Platforms, Labor and Urban Spaces. Und jetzt freue ich mich auf den Vortrag, der bis 1 Uhr gehen wird, mit dem Titel The Need and the Desire to Go and to Arrive on the World Situation of Postcolonial Capitalism. Allora, comincia. Thank you, Massimo. And, Dankeschön, Massimo. Gestatten Sie mir zunächst mit einem herzlichen Dankeschön zu beginnen, einem Dank an die Organisatoren dieser Konferenz und insbesondere an meinen lieben Freund Thomas Seibert für die Einladung hier,
vorzutragen über dieses herausfordernde Thema, das ja auch etwas einschüchternd ist, wenn wir an die Weltsituation des postkolonialen Kapitalismus denken. In der Diskussion, wenn wir das Wort aus dem Blickwinkel der Möglichkeiten der Reconstruction betrachten, dann ist das wirklich eine entscheidende Betrachtung in der gegenwärtigen Situation. In dieser heute gestörten Welt. Und ich möchte beitragen zu diesem notwendigerweise kollektiven Unterfangen mit einer Analyse einiger der Haupttrends. Und mir scheint, was die Entwicklung des Kapitalismus im Rahmen der Pandemie-Krise heute antreibt. Es muss uns ja klar sein, die Tatsache, dass der Kapitalismus charakterisiert ist durch eine Art kollektive Affinität zur Krise, was ja oft auch die Möglichkeit geboten hat für die dramatische und häufig dramatische Deorganisation seines Funktionierens. Das Prinzip muss geklärt werden, gleich zu Anfang meines Vortrags. Die Analyse der gegenwärtigen Situation des Kapitalismus ist keine Aufgabe, die man unabhängig von der Suche nach den Möglichkeiten einer Transformation betreiben kann oder einer Befreiung sogar. Ich möchte das an einem Beispiel ausführen. Haiti und Moria dienen bei dieser Konferenz als ikonische Repräsentanten des Elends unserer Welt. Und das ist durchaus richtig, denn sie beide zeigen die Gewalt, die Enteignung, was typisch ist für die Geschichte des Kapitalismus, insbesondere in seiner kolonialen und imperialen Ausformung. Es scheint sogar noch verbreiteter zu sein und globalisierter in der heutigen Zeit. Necropolitics und Exklusion scheinen voll das auszudrücken, was stattfindet. Aber während solche Gedanken auf jeden Fall nützlich sind, sollten wir auch unterschiedliche Blickwinkel in Betracht ziehen, wenn wir Situationen wie Haiti und Moria betrachten. Zum Beispiel sollten wir klar darauf hinweisen, auf den Eindruck auf die Veränderungen der sozialen Bewegungen seit der Revolution in den 1790ern in Haiti, um auch Licht zu werfen auf die unerwarteten Auswirkungen des Widerstands und der Macht durch die Unteren. Wir sollten auch in weitere geografische Bereiche blicken, mit Migration über Grenzen hinweg, um ein Gefühl zu bekommen für den politischen Preis, der sogar noch an einem elenden Ort wie dem berüchtigten Lager auf Lesbos gilt. Es geht um die Realität der Gewalt, der Disposition, die im Herzen des postkolonialen Kapitalismus liegen. Der Gedanke also des postkolonialen Kapitalismus, der im Titel meines Vortrags figuriert, als weit verbreitet in der kritischen Debatte der letzten Jahre. Für viele Wissenschaftler, zum Beispiel für Kalyanal Sanyal, bezieht sich das hauptsächlich auf die Form, die die kapitalistische Entwicklung in der früheren kolonialisierten Welt genommen hat. Marx hat das so analysiert: die sogenannte primitive Akkumulation, dass
wiederholt sich ja gleichzeitig ständig und endet nie in Projekten der voll ausgebildeten Proletarisierung. Sanyal weist auf die Wichtigkeit der natürlichen Armut und der Politik der Armut, insbesondere in Indien, hin. Von solchen Debatten in Indien und an anderen Orten habe ich gelernt, zum Beispiel auch in Lateinamerika. Aber mein Gebrauch des Begriffs postkolonialer Kapitalismus ist etwas anders. Um das kurz auszudrücken, ich nehme diesen Gedanken als kritische Lanze, die es mir ermöglicht, die globale Dimension des Kapitalismus zu analysieren. Zum einen die Reproduktion des Erbes des Kolonialismus in verbreiteter Form und zum anderen die Entwicklung neuer Ansammlungen von Raum und Kapital zwischen Zentrum und Peripherie. Und ohne jetzt den postkolonialen Kapitalismus auf die früher kolonisierte Welt zu begrenzen, möchte ich sagen, auch die früheren Metropolen sind postkolonial geworden. Das wird insbesondere deutlich, wenn wir uns die Migration betrachten, aber auch ganz allgemein die Transformationen der Arbeit und der Bürgerschaft. Darüber möchte ich ganz klar sein, der postkoloniale Kapitalismus ist nicht der einzige Gedanke, den ich hier verwende zur Definition des Kapitalismus. In meiner Arbeit, insbesondere in meinen gemeinsam mit Brett Leeson veröffentlichten Schriften, nehme ich das eher als kritischen Rahmen, kombiniert mit anderen, vom Rassenkapitalismus zum patriarchischen, zum Finanzkapitalismus, zum paternalistischen Kapitalismus. Und nur dieses Wechselwirken zwischen diesen verschiedenen Formen kann zu einem adäquaten Verständnis führen, dieser sich verändernden Formen, die heute den Kapitalismus ausmachen, und auch ein Verständnis der heterogenen, subjektiven Zusammensetzung, die es innerhalb dieser Formen der Ausbeutung, Disposition und Beherrschung gibt. Entscheidend für meine Arbeit ist also der Gedanke, dass der heutige Kapitalismus charakterisiert ist durch eine hohe Homogenität des kapitalistischen Betriebs. Die Vorherrschung der Finanz und der Logistik ist hier bemerkenswert, aber auch die Art und Weise, wie das eingesetzt wird und sich auswirkt, zeigt die unterschiedlichen Regime von Arbeit und Akkumulation. Wenn Sie an die Food Delivery Plattformen denken, um nur ein Beispiel zu nehmen, diese Lieferplattformen, wie die Algorithmen so reibungslos funktionieren, das ist strukturiert komponiert mit der tiefen Diversifikation der Arbeitenden. Das heißt, der Unterschied wird immer wichtiger für die Kritik des heutigen Kapitalismus, was erklärt, warum Gender und Rasse nicht gesehen werden können als sekundäre oder externe Elemente oder Widersprüche, Nebenwidersprüche. Es gab also den Bedarf, hier etwas zu sagen über den Gedanken des postkolonialen Kapitalismus, als auch über die Art und Weise, wie ich das in meinem kritischen Ansatz gegenüber dem gegenwärtigen Kapitalismus verwende. Aber jetzt möchte ich direkter zu der Frage des Kapitalismus und der Pandemiekrise kommen. Ich habe schon gesagt, dass ich überzeugt bin, dass die globale Dimension konstitutiv ist für den heutigen Kapitalismus. Kein Kapitalismus ohne die globale Dimension. Wenn ich von einer globalen Dimension spreche, dann
meine ich nicht die Fantasien eines reibungslosen globalen Raums, eines Globalismus, gekennzeichnet durch Marktfreiheit und liberale Demokratie, was die Diskussion über die Globalisierung in den 1990er Jahren beherrscht hat. Zwischen Seattle und Genua gab es diese Fantasien, die dann aber auch wieder verabschiedet wurden, selbst vor das neue Jahrhundert begann. Es gab da entscheidende globale Prozesse, die selektiv verbinden und trennen einen geringen Teil des globalen Raums, was verschiedene Formen der Mobilität ermöglicht. Mobilität von Arbeit und Kapital und eben Menschen. Die Nutzung von Kapital in der gegenwärtigen Form. Ich meine damit, wenn ich von der globalen Dimension spreche, zum Beispiel globale Lieferketten, Logistikkorridore, Finanzkreisläufe, Meeresrouten, Pipelines, Rechenzentren, Unterseekabel, Korridore für die Bewegung von Wanderarbeit. Um darauf hinzuweisen, diese Verbindung zwischen dem gegenwärtigen Kapitalismus und den globalen Prozessen und der Mobilität. Das wurde auch nur rhetorisch herausgefordert, selbst von Donald Trump und Ähnlichen. Es ist leicht zu sehen, dass der Ausbruch der Pandemie fundamentale Probleme deutlich gemacht hat. Insbesondere prononciert in den ersten Monaten der Pandemiekrise. Da war das ja in der Tat eine Krise der Mobilität. Es ist unnötig zu sagen, Migranten und Flüchtlinge haben hier den höchsten Preis für diese Mobilitätskrise bezahlt. Aber auch für das Kapital war das ein Schock. Insbesondere hat er die Form angenommen einer Verlangsamung und sogar eines Stillstands des Logistikapparats. Wenn wir die Logistik betrachten und ganz allgemein das Mobilitätsgeschäft, dann haben wir damit einen privilegierten Blick auf die Transformation des Kapitalismus im Rahmen der gegenwärtigen Krise. Und wir müssen zugeben, dass die Logistik in der Lage war, ihre Kreisläufe und ihr Funktionieren sehr schnell reorganisieren konnte. In vielen Teilen der Welt galt die Logistik als klassifiziert von den Regierungen als essentiell. Das heißt, die Logistikmitarbeiter wurden dann ebenfalls als systemrelevant eingestuft. Ich komme noch mal zu dieser Definition in einem Augenblick, aber zunächst möchte ich betonen, dass wenn wir von der Logistik reden, das bedeutet auch von einem sehr breiten, heterogenen Bereich der wirtschaftlichen Tätigkeit zu sprechen, zum Beispiel die Depots von Amazon und die Containerschiffe, die Häfen, die Docks und die Zustellung auf der letzten Meile. Eins ist klar, Kapital, das in die Logistik investiert ist, ist verurteilt zum exponentiellen Wachstum in den nächsten Jahren und die Begründung dafür wird sich sogar noch in den Volkswirtschaften und Gesellschaften noch weiter ausbreiten. Auf viele Art und Weise in verschiedenen Instanzierungen der Logistikrationalität werden digitale Plattformen auf jeden Fall auch zu den Gewinnern der gegenwärtigen Krise zählen. Man kann sagen, dass der Name Jeff Bezos ja sogar steht für die Kombination von Logistik und Plattformen. Ganz allgemein gesagt also, die Plattformen haben immer stärker den Zugriff auf die sozialen Beziehungen,
während der Pandemie gewonnen. Sie haben die Mobilitätskrise, von der ich gerade gesprochen habe, präzise gemanagt. Das gilt für die Lieferplattformen wie Deliveroo, aber auch Plattformen wie Zoom und Teams, die uns heute helfen, mit der Krise der Mobilität zurechtzukommen und uns auch in die Lage zu versetzen, eine Smart Work, wie die genannt wird, zu leisten und auch entscheidende soziale Aktivitäten aufrechtzuerhalten, von der Bildung bis zum politischen Aktivismus. Der Börsenwert derartiger Plattformen ist spektakulär hochgeschossen. Die Kapitalisierung von Zoom war im letzten Mai höher als die von General Motors. Und ergänzen darf ich, dass wir im Verlauf des letzten Jahres die Finanzialisierung dieser Plattformen derart beobachten konnten, dass die Börsennotierung von Airbnb im vergangenen Dezember beispielsweise enorm hoch war. Wenn man sich das Geschäftsmodell von Airbnb ansieht, wo es ja auch um eine besondere Form der Mobilität geht und auch um Disruption durch die Krise, dann ist es auch nicht schwierig nachzuvollziehen, warum dieser Erfolg an der Börse derart beeindruckend war. Ein derart hoher Erfolg hat definitiv zu tun mit der Form der Plattform, mit der neuen Form des Geschäftemachens, die sich auch auf Unternehmertum auswirkt, auch über die Domäne der digitalen Plattformen hinaus. Und konzentrieren wir uns auf das Thema Arbeit. Das liegt mir besonders am Herzen. Die Gelehrten befassen sich mit digitalen Plattformen und haben in der Vergangenheit unterschieden zwischen Plattformarbeit und der Plattformisierung der Arbeit gewissermaßen. Der erste Gedanke bezieht sich auf den direkten Umgang mit den digitalen Plattformen. Der zweite Gedanke bezieht sich eher auf die disruptiven Auswirkungen der Plattformen auf die Organisation von Arbeit und Produktion in etablierten Industrie- und Dienstleistungssektoren. Ich bräuchte jetzt viel, viel mehr Zeit, um auf diese Auswirkungen im Einzelnen einzugehen. Da geht es wirklich um die Grenze auch zwischen Arbeit und Leben. Aber es sei gesagt, dass die vorherrschende Form der Plattformarbeit auf algorithmischem Management berührt, aber auch auf der Nutzung vermeintlich überalterter und archaischer Formen der Arbeit, wie beispielsweise Friedensarbeit. Soziale Vorteile werden hier ausgehebelt und auch die Vorstellung von standardmäßigen Beschäftigungsverhältnissen. Die Plattformisierung der Arbeit zeigt eine Dystopie auf, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, die auch zur Anhäufung von Kapital beitragen wird als unbestrittene gesellschaftlicher Norm. Man könnte dazu noch viel, viel mehr sagen zu diesen digitalen Plattformen und auch zu den Spannungen und Konflikten, die durch sie hervorgerufen werden. Aber ich konzentriere mich nur auf einige der Trends, die jetzt eben auch zu Entwicklungen vor dem Hintergrund der Pandemie geführt haben. Ich würde gerne noch mal die Verbreitung der digitalen Plattformen weltweit aufgreifen. Das bezieht sich auch nicht nur auf den Westen, auch die Plattformarbeit nicht. Das ist ein globaler Prozess, der aber in unterschiedlichen Teilen der Welt andere Formen annimmt. Die Gelehrten befassen sich mit diesen Plattformen, untersuchen die und sprechen überwiegend die gleiche Sprache, weil sie auch mit den gleichen Prozessen und Problemen konfrontiert sind. Im vergangenen Oktober gab es einen ersten weltweiten
Aktionstag, vorangetrieben auch durch Gewerkschaften in Lateinamerika und in Europa. Das postkoloniale Wesen des zeitgenössischen Kapitals kommt hier zum Tragen. Und es geht nicht nur um die digitale Arbeit. Die Geografie dessen, was Antonio Casilli auch die Informations-Sweatshops genannt hat, muss hier genannt werden. Viele der Tätigkeiten sind repetitiv, sind körperlich belastend und ins Spiel kommt jetzt künstliche Intelligenz, digitale Prozessen und das passt zum Teil zu den früheren kolonialen Prozessen. Und auch die Rolle Chinas müsste hier analysiert werden. Betonen sollte man auch, dass die Bewegung hin zu China auch mit Blick auf das Machtgefüge noch beschleunigt wurde durch die Pandemie. Das ist ein grundlegendes Element, das man berücksichtigen muss, wenn man die Zukunft des Kapitalismus diskutieren möchte. Aktuelle geopolitische Auseinandersetzungen mit Blick auf die Impfstoffe hängen natürlich auch eng mit diesen Fragen zusammen. Ich kann auf diese Fragen jetzt hier im Einzelnen leider nicht eingehen, aus Zeitgründen. Aber nochmal zum Thema Logistikprozesse, Finanzierung, digitale Plattformen. Damit habe ich mich bemüht, die aus meiner Sicht wichtigen Trends mit Blick auf das Wesen des Kapitalismus hervorzuheben, die jetzt auch aufgrund der derzeitigen Krise hervortreten. Ergänzen möchte ich aber auch gerne, dass diese Dinge natürlich für sich selbst viel bedeuten, aber Finanzen, digitale Plattformen als solche konstituieren natürlich nicht insgesamt den Kapitalismus. Speziell das Thema Arbeit und Leben der Bedürftigen, der Enteigneten, der Ausgebeuteten muss berücksichtigt werden und dann öffnen sich auch direkt die analytischen Perspektiven weiter. Was hier wirklich entscheidend ist, ist die soziale Reproduktion. Häufig passiert das auf Grundlage unbezahlter Arbeit, die durch Frauen verrichtet werden. So gesehen müssen wir uns auch das soziale Gewebe ansehen, das auch stark unter Druck geraten ist aufgrund der Pandemie und anderer wirtschaftlicher Disruptionen. Wir müssen eine kritische Analyse der Verbreitung der Angst vornehmen und müssen gleichzeitig betonen, dass in vielen Teilen der Welt beobachtet werden konnte, dass auch ganz fantastische Beispiele von Solidarität und Selbstorganisation zu beobachten waren. Trotzdem müssen wir auch feststellen, dass die Pandemie zu einer Beschleunigung und Verfestigung der Zunahme von Ungleichheit und Polarisierung von Reichtum geführt hat. Das ist ein strukturelles Element des heutigen Kapitalismus. Oxfam hat vor einigen Wochen einen Bericht herausgegeben und da wird auch auf Wachstumstendenzen weltweit im vergangenen Jahr eingegangen. Und das ist erschreckend, was man da liest. Der Anstieg des Reichtums der 10 reichsten Milliardäre seit Start der Krise würde mehr als ausreichen, um einen Corona-Impfstoff für alle zu finanzieren. Im Oxfam-Bericht wird aber auch aufgezeigt, dass Armut immer stärker rationalisiert wird und sexualisiert wird. Und unter Arbeiterinnen und Arbeitern und speziell denen, die auf digitalen Plattformen arbeiten, gilt das ganz besonders.
die Verstärkung umweltpolitischen Ungleichgewichts und von Umweltkatastrophen hat ebenfalls eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Pandemie gespielt, wie wir wissen. Und man bekommt da ein ganz klares Bild der Schwierigkeiten, die sich im Leben aufgrund des heutigen Kapitalismus ergeben. Eines sollten wir ganz klar sagen, die neuen Trends im Bereich Logistik, Finanz und digitalen Plattformen, die ich skizziert habe, werden nicht dazu beitragen, diese schwierige Situation positiv zu verändern. Vielmehr ist es so, dass sie in Verbindung mit anderen Trends eine neue kapitalistische Entwicklung vorzeichnen, auch über politische und rechtliche Vermittlungsmöglichkeiten hinweg, auch über das hinweg, was mit dem Mittel eines Vertrags geregelt werden könnte. Und wenn man Arbeit jetzt mal breit definiert, auch als etwas, was auch soziale Reproduktion mit abdeckt, dann sehen wir, diese umfassende Betrachtung ist erforderlich. Ich betone diesen Punkt jetzt vielleicht sehr. Es wird auch in der Zukunft Verträge geben und Arbeitsrechte geben. Aber worum es mir geht, ist, dass derartige Rechte und Verträge nicht mehr wie in der Vergangenheit der Standard sein werden in Beziehungen in der Arbeitswelt. Es sei denn, es gelingt, neue Rechte und neue Werte, neue Standards zu etablieren. Wir stehen vor einer grundlegenden Veränderung, einem Wandel hin zu einem absoluten Kapitalismus, der auch zurückgeht auf die lange Historie der neokolonialen Hegemonie. Die Auswirkungen sind beträchtlich und auch das Thema Migration. Migration wird nicht aufhören vor dem Hintergrund der Pandemie, sondern wird definitiv neue Formen annehmen, auch vor dem Hintergrund hygienischer und sanitärer Betrachtungen an den Grenzen, die zu einer Verstärkung auch interner, innerer Grenzen führen. Die erzwungene Mobilität ist hier auch ein wichtiger Gedanke. Erzwungene Mobilität ist etwas, was viele Migranten während der Krise erfahren mussten. Insbesondere diejenigen, die als essentielle Arbeiter in Lagerhäusern arbeiten, in der Landwirtschaft oder eben auch als Fahrer für Lebensmittelfahrdienste arbeiten. Auch hier wird es eine Art Migrationsmanagement geben mit Ghettos und mit Orten wie in Moria, wo dann rekrutiert werden wird. Die Reconstruction der Welt wird damit wirklich zur dringenden Aufgabe unter diesen Bedingungen. Die Kämpfe, die Bewegungen während der Pandemiekrise bieten uns eine essentielle Inspirationsquelle, während wir über diese ethischen Fragen nachdenken. Von der Bewegung Black Lives Matter in den USA und die feministische Mobilisation in Lateinamerika und an anderen Orten, um nur diese beiden wichtigen Beispiele zu nennen, die radikale Weigerung, auf bestimmte Formen der Gewalt einzugehen, das mobilisiert Millionen von Menschen. Umweltkampagnen, Widerstand gegen Megaprojekte, der Kampf um
Gesundheit und Bildung, die Kämpfe der Migranten fordern immer mehr die immer stärker gesicherten Grenzen heraus und andererseits der Einsatz von Migranten in der Logistik einschließlich Europas. Ich könnte das noch fortsetzen, aber diese Verweise, die weit entfernt sind davon, komplett zu sein, zeigen, dass eine Rekonstruktion der Welt bereits in gewissem Sinne stattfindet. Ich bin auch überzeugt, dass nur Bewegungen und Kämpfe die materielle Grundlage legen können für eine solche Rekonstruktion. In gewisser Weise sprechen wir hier wieder von der Revolution, wie Thomas Seibert ja auch in der Unterlage für die Konferenz nahelegt. Aber wir beginnen ja gerade damit. Wir wissen, dass ein radikaler Bruch notwendig ist. Wir wissen aber nicht, wie heute eine Revolution unter den Bedingungen des heutigen Kapitalismus aussehen könnte und in einer Welt, wo es immer mehr Ungleichheit gibt, extreme Gewalt und Klimawandel. Sämtliche Theorien, sämtliche Erfahrungen helfen hier ebenfalls nicht notwendigerweise in dieser Hinsicht. Und die Alternative zwischen Reform und Revolution liegt auch hinter uns. Was wirklich wichtig ist, ist die radikale Transformation, eine Politik der Befreiung, ausgerichtet auf einen uneingeschränkten Kampf gegen Disposition und Ausbeutung. Die Welt des kollektiven Intellekts und der Fantasie werden dringend gebraucht, um die konstitutiven Prinzipien auszufüllen, ein Programm über die Materialität des Kampfes und um die Rekonstruktion der Welt entsprechend anzudeuten. Dieser Intellekt, diese Fantasie und auch die Politik allgemein können allerdings nicht außerhalb dieser Kämpfe liegen oder betrieben werden. Es ist die gegenseitige Durchdringung von Intellekt, Passion und Rationalität, was die mächtigsten Bewegungen und Kämpfe unserer Zeit hier auszeichnet. Es geht genau um diese gegenseitige Durchdringung, was die Zusammensetzung der heterogenen und zersplitterten Strukturen, die ausgebeutet werden, was an der Grundlage der Wertschöpfung im gegenwärtigen Kapitalismus liegt, diese soziale Kooperation, die natürlich unterschiedliche Formen in unterschiedlichen Weltgegenden annimmt, ist in der Tat der eigentliche Kampfplatz für die Rekonstruktion der Welt. Hier zeigen sich die Bruchlinien auf diesem Kampfplatz, die Kämpfe, die Koalitionen, die die notwendigen politischen Mediationen ausmacht, eine transformative Macht. Das ist für mich eine gute Möglichkeit, wenn auch nicht eine vollständig präzise Definition der Hauptaufgaben, vor denen wir stehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.